Servus liebe Freunde, Franco hier und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Falls auch ihr den Inhalt dieses Kanals feiert, dann würde ich euch echt darum bitten, euch heute Nacht zu euren Mitbewohner oder Geschwistern ins Bett zu legen und ihnen ganz leise Franco TV ins Ohr zu flüstern, denn damit würdet ihr echt dabei helfen, die gute Botschaft dieses Kanals zu verbreiten. Und wir gehen heute mit den Skaven gegen die Echsenmenschen in die Schlacht. Und ich habe mal nochmal so eine Idee ausprobiert, die ich mal vor einem halben Jahr oder so mal hatte. Und zwar so eine Frontlinie zu bringen, die so ein bisschen ineinander gestackt ist mit den Skaven. Und zwar mit diesen Skaven-Sklaven hier im Vordergrund. So leicht in die Sturmratten hier reingeschoben, von denen haben wir 4 Stück jeweils. Und das Ganze soll eben dazu führen, dass diese Sturm, also die Sklaven natürlich erstmal den Charge-Bonus der Echsenmenschen aufhalten und auch dann während des Kampfes in diesen, zwischen diesen Sturmratten mit Schilden hier gestackt sind, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich was, was man normalerweise nicht unbedingt machen sollte, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus, weil diese Sturmratten hier eigentlich von einem ziemlich langgezogenen Nahkampf eher profitieren, ihren Stats zumindest zu urteilen. Und während diese grünen Energieblitze hier über die Rattenköpfe hinwegfliegen, machen wir eine kurze Pause. Und das, ich hab das schon mal von Ewigkeiten nochmal gegen die Echsenmenschen probiert und es hat ganz gut funktioniert. Also diese Frontlinie ist zwar extrem teuer, aber die kann eigentlich auch so, mit so ziemlich allem, was die Echsenmenschen gegen sie werfen, klarkommen. Ob es jetzt das Optimale ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert oft und ich hatte mit der Taktik, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich immer ganz gute Erfolge. Und dann haben wir noch dabei Dredge Pikeschwanz, also Dredge Craventail, also den DLC-Lord, der jetzt halt, vor einiger Zeit für die Skaven dazugekommen ist. Mit seinem Test, ich mag den Typ eigentlich ziemlich gerne. Dredge hat ja eine sehr, ist ja eher so Der Inbegriff der schwer zu snipenden Lords mit einer Nahkampfwaffe von 70, eine Rüstung von 90 und auch noch mehreren anderen Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, lange zu überleben, ist er eine Wahl, die ich immer sehr gern mitnehme momentan mit den Skaven. Und er hat auch diesen Anti-Large-Bonus, was ihm gegen die Echsenmenschen wahrscheinlich ziemlich helfen wird. Natürlich noch 2 Einheiten Giftwindkrieger am Start. Einmal den Seuchenpriester mit der Seuche und der Rattenflut, sowie auch die verseuchte Geburt. Also wir können alle möglichen Ratten beschwören und haben eben diese Seuche. Gegen Blobs ist das ganz gut, die Seuche, die zerfetzt alles, was ein Blob bildet. Und Blobs sind bei dieser Frontlinie hier relativ wahrscheinlich. Die Warblitzkanone am Start, einmal die Todesläufer, die zusammen mit der Assassine hier rumrennen und große Ziele ausschalten sollen. Und wir haben noch 2 Skaven-Sklaven mit Schleudern, die hier an den Flanken stehen. Einfach nur um, ja, Gegner, nee, 3 sogar, Gegner abzufangen und sich todesmutig irgendwelchen anstürmenden Feinden in Weg zu werfen und auch gleichzeitig noch in der Lage zu sein, ein bisschen Fernkampfdruck auszuüben, sowie 2 Clanratten. Und dann gucken wir uns nochmal die Armee meines Gegners an. Er hat 2 Einheiten dieser Bastillodons mit dem Sonnenkristall dabei und eine Menge Saurus-Krieger hier an den Flanken. Die stehen hier alle noch im Wald momentan. Davon haben wir hier 3 Stück. Die 2 Stück, Entschuldigung, nochmal Skinks am Start. Und eine riesen Frontlinie aus Kroxigoren. Wie nochmal mehr Saurus-Krieger an der Seite, also 3 Kroxigore. Da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, als er die ganzen Hellebarden da vorne bei mir gesehen hat, dass er vielleicht ein kleines Problem hat. Das meine ich eben, diese Hellebarden sind eben auch gegen Monster super und wie gesagt, Echsenmenschen sind dafür ja bekannt, eine Einheit Tempelwache hier sehr cinematisch und auch lore-mäßig passend beim Slan, der mit weißen Magie beschützen ihn, sein Slan hat den Wirbelsturm dabei, ist natürlich völliger Humbug gegen die Skaven, die haben ja keine fliegenden Einheiten. Auf der anderen Seite Apotheose, gefällt mir sehr gut mit dem Slan, kann er ihn hochheilen. Und dann noch die flammende Konvokation. Kann
potenziell gegen die Skaven sehr stark sein, kann aber auch in die Hose gehen. Und er hat noch einen Saurus Hornnacken auf dem, wie heißen die, kaltblütige oder so, kalte, kaltherzige Reiter, diese Velociraptoren eben. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir rücken hier mit unseren Ratten schon mal ein Stückchen vor. Einfach nur, um auf dem Hügel Kamm zu kämpfen und nicht hier auf diesem, auf diese abfallenden, diesem abfallenden Hang zu uns heran, damit wir hier nicht den nach bergauf kämpfen müssen. Ich merke aber, ich schaffe es nicht mehr ganz, dahin zu kommen. Hier vergeigt mein Gegner jetzt halt als gleich mal einen seiner teuersten Zauber und castet die flammende Konvokation völlig bescheuert hier durch meine vertikal, durch meine Frontlinie durch. Das ist natürlich völliger Humbug. Und hier ist es jetzt dazu, eigentlich ist es schon ein bisschen Humbug, eigentlich ist es schon naja, ich weiß nicht genau. Also hier in der Frontlinie ist es auf jeden Fall jetzt so, könnt ihr euch ja selber denken, dass die Kroxigoten hier in 0, nichts vernichtet werden. Aber das Interessante ist halt das, was hier jetzt an diesen, mit diesen Saurussen passiert. Und ihr werdet sehen, die Saurusse, die werden da auch ziemlich niedergehen bei der Kombination. Aber es ist halt auch wirklich extrem teuer und man hat nicht mehr viel, was man dann im Rücken seiner Armee noch hat. Aber die Bastillons mit ihren Sonnenmaschinen machen uns natürlich üblen Ärger. Die machen hier richtig dunk in unserem Rücken, also die ballern hier gut was weg. Auf der anderen Seite können unsere Fernkämpfer auch wunderbar ihre Arbeit machen. Ihr seht schon, wie viel Schaden diese flankierenden Saurusse hier und die Skingscher durch den Fernkampf genommen haben. Also diese Sklaven sind meiner Meinung nach eigentlich eine recht gute Einheit. Und hier schaffen wir es jetzt gerade noch mit Dredge rauszukommen aus diesem Blob aus Elite-Kriegern. Ich bin hier leider mit Dredge so ein bisschen zu weit vorgelatscht. Aus irgendeinem blöden Grund habe ich da den falschen Befehl gegeben. Und jetzt konnte er sich hier gerade noch mit dem Rattenmut so ein bisschen befreien. Muss ja jetzt gucken, ob er hier nochmal rauskommt. Allerdings hat er noch ganz gut HP. Also wir holen ihn natürlich hier gleich raus. Wir holen nochmal ein paar Ratten, die ihm dann den Rückzug ermöglichen. Aber ich hoffe mal, da kommen wir nochmal weg. Schauen wir mal, wie es im Rest der Schlacht so läuft. Hier auf der anderen Seite unsere Rattenfrontlinie hält erstaunlich lange für eine Skaven-Frontlinie. Ist eben auch einer dieser Vorteile dieser Kombination, dass die sehr lang hält. Also wie gesagt, ist ein Experiment. Können wir mal ein bisschen drüber diskutieren in den Kommentaren, wie ihr das so findet. Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie das Nonplusultra ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Taktik gegen die Echsenmenschen. Ich hatte da ganz gute Erfolge damit. Ihr seht schon hier auf der anderen Seite diese Sturmratten halten gegen diese Übermacht aus Saurussen, die sie jetzt hier umzingeln, noch relativ lang stand. Die werden allerdings jetzt gleich fliehen. Aber wir können hier nochmal eine Seuche casten und dadurch diesen Blob hier ganz gut fertig machen. Also das tut wahrscheinlich tut auch ziemlich weh. Mein Gegner macht sie allerdings recht gut und zieht seine Infanterie jetzt hier aus dem Einflussbereich der Seuche raus. Was allerdings für uns noch ein ziemlich großer Vorteil ist, dass die Warblitzkanone immer noch feuern kann. Hat bereits die Hälfte ihrer Munition verbraucht. Und jetzt mittlerweile ist unsere Frontlinie so ein bisschen zusammengefallen. Wir gucken uns nochmal den Kampf hier drüben an. Master Mundi heilt hier seine Truppen hoch. Die Kroxigore kriegen, wer kriegt das hier? Irgendjemand kriegt hier das Kaltblütige, die Tempelwache. Also eine gute Wahl. Die sind natürlich eine Einheit, die ewig halten wird hier. An dem Punkt. Und es gibt Effektgewitter. Geht natürlich auch gerade voll ab. Okay, also unser Folgendes ist jetzt hier so im Großeren, so im Big Picture gerade der Fall. Wir befinden uns generell auf dem Rückzug. Wir konnten hier leider die Frontlinie trotz aller Elitarität meiner Frontlinie nicht halten und befinden uns auf dem Rückzug. Jetzt haben sich viele Ratten wieder gesammelt und wir befinden uns halt so ein bisschen auf einem Rückzugsgefecht mit den Fernkampfeinheiten. Allerdings hat mein Gegner hier schon eine Menge Saurusse an ihren Fersen dran und wir haben es allerdings jetzt hier in diesem essentiellen Kampf geschafft, tatsächlich die Echsenmenschen mit Hilfe von unserem Assassinen Wedge, eine Menge Hellebarden und am Anfang auch noch den Todesläufern hier die Großteil der Echsenmenschen-Truppen hier in die Flucht zu schlagen.
Wir verfolgen jetzt hier mit dem Assassinen den Lahnpriester und da geht er auch zu Boden. Und das ist natürlich jetzt ein ziemlich heftiger Schlag für meinen Gegner, wenn er jetzt hier seinen General verloren hat. Das könnte ihn an manchen Stellen hier in der Schlacht seine Moral kosten, wie wir es jetzt auch hier zum Beispiel an diesen super elitären Tempelwächtern sehen. Die befinden sich jetzt auf der Flucht und gegen die schnellen Gaven-Truppen ist es natürlich schlecht, wenn ihr in der Situation seid, wo ihr vor ihnen flieht oder wo eure Truppen vor ihnen fliehen und dann auch noch verfolgt werden können, denn die Gaven mit Schilden hier haben eine Geschwindigkeit von 38, wohingegen die Tempelwächter hier nur eine von 31 haben. Und damit können die eben von solchen Einheiten eingeholt werden, die sie hier verfolgen. Das heißt, denen können wir jetzt einfach so eine Einheit Clanwarten mit Speen hinterher schicken und die viel günstigere Einheit wird jetzt diese extrem teure Einheit einfach am Schlachtfeld drücken. Was natürlich für uns ein super krasser Vorteil ist, denn diese Speerträger, die fehlen uns jetzt nicht so sehr, wenn wir sie jetzt hier in dem Hauptkampf nicht mehr haben. Und da sehen wir jetzt auch die Effektivität von diesen Sturmratten mit Telebaten. Ich finde, das ist eh eine sehr, sehr gute Einheit, die viele Leute irgendwie nicht so wirklich nutzen. Denn ich sehe immer nur so eine oder zwei Einheiten so zum Schützen von der Artillerie, aber so richtig Builds, wo die so eine richtig große Rolle spielen, sehe ich jetzt nicht so häufig, aber die sind halt einfach sehr resolut und halten von der Skaven-Einheit sehr lange und das gefällt mir an denen eigentlich ganz gut. Das heißt, wir konnten jetzt mit den Elebaden, die sich hier wieder gesammelt haben, den Hornnacken hier umzingeln. Ihr seht schon, der arme Kerl ist umgeben von so lauter zackenden und zuckenden Klingen hier. Das gefällt ihm natürlich nicht so gut. Da wird er natürlich auch demnächst fliehen, weil Einheiten, die umzingelt sind, das meistens nicht sehr lang mitmachen und dann irgendwann sich auf den Rückzug begeben. Und dadurch, dass jetzt die meisten Truppenteile der der Echsenmenschenarmee flieht und jetzt auch noch der letzte Offizier der Echsenmenschen bricht, klappt die Moral der Echsenmenschen hier alles in allem sehr stark zusammen. Die Goblitzkanone wird wieder neu besetzt und kann jetzt auch noch die Truppen, die hier zurückkommen, nochmal beschießen. Das war's dann an der Stelle für meinen Gegner. Also ich gebe zu, auf meiner Seite war das jetzt auch teilweise nicht so besonders toll gespielt. Ich habe viele Fehler gemacht, teilweise auch gerade mit den Fernkämpfern, die habe ich viel zu weit nach vorne ziehen lassen. Am Anfang der Schlacht und dann waren sie ganz in der Nähe von vom Infanteriekampf und wurden dadurch dann, sobald die Infanterie geflohen ist, innerhalb von 0, nix, in kürzester Zeit von den Saurussen geschnappt. Das war aber auch so ein bisschen ein Problem, weil ich diesen Wächtermodus vergessen habe auszuschalten und dadurch die fliehenden Truppen oder Truppen, die sich zurückgezogen haben, dazu geführt haben, dass meine Fernkämpfer, vor allem diese Giftwindkrieger, zum Infanterie-Nahkampf hingezogen haben. Das war dumm. Sollte ich immer anschalten, den Wächtermodus. Und ansonsten trotzdem gutes Spiel. Vielen Dank an meinen Gegner. Vlop. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Freut mich jedes Mal wieder sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.